Du überlegst gerade, dich selbstständig zu machen oder du bist es schon, du überlegst weiterzumachen und stellst dir die Frage, ob du das Zeug hast zum Unternehmer, dann gebe ich dir heute eine ganze Reihe von Kriterien, anhand derer du prüfen kannst, ob du das Zeug dazu hast. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung, sondern ich habe selbst auch viele Firmen gegründet und einige schon vor über 20 Jahren. Und die Frage, die ich mir damals gestellt habe, ist, habe ich auch das Zeug zum Unternehmer? Und durch die Erfahrung und durch die Einsicht in weit mehr als 2000 Biografien von Gründern, die wir begleitet haben, kann ich dir heute ein paar belastbare Kriterien liefern. Das Erste, was ein Unternehmer ausmacht, dass er wie ein Atom-U-Boot unter der Wasseroberfläche ein Atomreaktor hat, ein inneres Kraftwerk hat, was nicht aufhört, Energie zu liefern. Umgangssprachlich sagt man, ein Unternehmer hat sein Warum. Und dieses Warum ist nicht abhängig von äußeren Umständen. Dieses Warum ist nicht abhängig davon, was andere sagen oder dass ein Chef einen zur Arbeit motiviert. Ein Unternehmer steht morgens auf, weil er sein Warum hat. Er ackert und arbeitet und dient den gesamten Tag, weil er ein Warum hat. Und er macht auch Überstunden. Gerade in den ersten Monaten und Jahren arbeitet er doppelt. Denn er muss nicht nur Kunden bedienen und liefern, Produkte herstellen, verkaufen, sondern er muss noch lernen und vor allen Dingen sein Netzwerk aufbauen zu den Menschen, denen er seine Produkte und seine Lösungen liefert. Aber es ist nicht nur wichtig, dass der Unternehmer seine intrinsischen Motivatoren kennt und dauerhaft motiviert ist und weiß, wie er sich selbst motivieren kann, sondern er muss auch in der Lage sein, Schmerzen zu ertragen. Der Fachbegriff, nun, der heißt Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, trotz Belastung immer noch handlungsfähig zu bleiben, trotz Schmerzen weiter seine Dinge voranzutreiben, seine Arbeit zu machen, das Unternehmen aufzubauen, auch wenn alles um einen herum signalisiert, dass es eigentlich keinen Sinn macht, dass es unmöglich ist, dass es schwierig ist. Als Beispiel kann ich dir dort Thomas Alva Edison geben, der nach 10.000 Versuchen endlich sein Produkt verkaufen wollte, seine Glühlampe. Und die Kunden waren überzeugt und wollten seine Glühlampe kaufen, weil sie deutlich besser ist als eine Gas- oder Öllampe oder Kerzen. Aber da fiel den Kunden ein, dass sie gar keine Steckdosen haben, keine Kabel haben, keine Sicherung haben und vor allen Dingen kein Stromkraftwerk. Und da hätte Thomas Alva Edison sagen können, ich schmeiße jetzt alles hin, ich gebe auf. Jetzt habe ich hier 10.000 Versuche gemacht und immer noch bin ich nicht erfolgreich und mein Geld ist weg. Aber das hat Thomas Alva Edison als Unternehmer nicht gemacht. Er hat nicht aufgegeben, sondern ist trotz der ganzen Widerstände weiter konstruktiv geblieben und hat schließlich alles mitentwickelt. Die Dosen, die Kabel, die Widerstände, die Sicherung und auch das Stromkraftwerk. Das Dritte, was ein Unternehmer ausmacht, ist, dass er gelernt hat, ein ewiger Student zu sein. Es geht nicht nur darum, sich weiterzuentwickeln und zu wissen, wo gehen die Trends hin und die Entwicklung. Es geht auch nicht nur darum, dass du die Grundlagen hast, die kaufmännischen, die Marketing, die rechtlichen Grundlagen, dass du dich in deiner Branche auskennst, sondern dass du weiterlernst, wie du mit Menschen umgehst, dass du weiterlernst, wie du dich selbst managst, dass du weiterlernst, wie du dich organisierst, wie du deine Firma aufbaust, die Prozesse. Es wird als Unternehmer zwingend erforderlich sein, dass du wächst, denn dein Wachstum limitiert das Wachstum deiner Mitarbeiter, deiner Kunden, deines Unternehmens, deines Erfolgs. Die vierte wichtigste Eigenschaft ist, dass ein Unternehmer für alles Verantwortung übernimmt. Lieber einmal mehr Verantwortung übernommen als einmal zu wenig. Denn der Unternehmer weiß, wem er die Schuld gibt, dem gibt er auch die Macht zur Veränderung. Und wenn du deine Firma voranbringen willst, dein Unternehmen voranbringen, dich selbst voranbringen willst, die Technologie voranbringen willst, dann brauchst du die Macht zur Veränderung. Und deshalb übernimmt ein Unternehmer lieber einmal mehr, also für 100% Verantwortung, als einmal zu wenig. Das Fünfte, was ein Unternehmer ausmacht, dass er gelernt hat, sich und seine Gedanken selbst zu schützen. Denn da draußen laufen eine Menge Menschen rum, die sagen, das geht nicht, das schaffst du nicht, das hat doch keiner gemacht, das ist viel zu schwierig, da könnte jeder kommen. Es gibt Menschen, die alles mystifizieren, die sagen, also du kannst nur erfolgreich werden, wenn du Glück hast oder reiche Eltern oder wenn du bei Harvard studiert hast. Und all diese Glaubenssätze, wenn du diese übernimmst, wenn du dich damit infizierst, dann ist in dem Moment dein Erfolg unwahrscheinlich. Und das, was ein Unternehmer ausmacht, dass er alle Manipulationen, alle Kommunikation zunächst mal in Frage stellt und überprüft, ist das wirklich die Wahrheit, was mir erzählt wird. Und wenn es nicht die Wahrheit ist, wenn es nicht überprüft ist, dann wird es auch nicht reingelassen, sondern es kommt erstmal in eine Ecke wie in einem Krankenhaus, einer Quarantänestation, da wird das alles geparkt, was andere Menschen gesagt und überprüft und erst dann rausgelassen, wenn es als gut und als richtig und als wahr bewiesen wurde. Für den sechsten Punkt habe ich den Begriff gewählt, dass ein Unternehmer auch eine Art Killerinstinkt hat.
Was ich damit meine, ist jetzt nicht, dass er andere Leute gerne umbringt, sondern es bedeutet, dass er bereit ist, auch Konflikte einzustehen, dass er bereit ist, auch nicht zurückzuweichen. Es werden viele Bescheide kommen vom Finanzamt, von Ämtern, von Behörden. Es wird Abmahnungen geben von Rechtsanwälten. Das sind Mitbewerber, die versuchen, dich auszugrenzen. Du wirst Konflikte haben mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Kunden. Die versuchen, nicht zu bezahlen. Die versuchen, dich zu erpressen und zu unterdrücken. Und all das muss ein Unternehmer auch aushalten können. Er muss also eine Konfliktbereitschaft haben und auch dem anderen signalisieren, bis hierhin und nicht weiter. Die siebte wichtigste Fähigkeit ist, dass du als Kapitän deines Schiffes, als Unternehmer auch die Verantwortung trägst, den Zielhafen zu bestimmen, die Vision aufzubauen. Wo geht es hin? Warum geht es dorthin? Was wird gemacht? Wie sieht der Weg aus? Und da du sehr wahrscheinlich noch nicht dort warst, wo du hin willst, brauchst du auch die Fähigkeit zu glauben. Sprich, du hast keine Referenzerfahrung aus der Vergangenheit, wie es mal war, als du dort warst, wo du hin willst. Du hast nichts in der Vergangenheit, was du übernehmen kannst. Du gehst also auf dem Wasser, du gehst im Glauben in Richtung Visionen. Und diese Fähigkeit brauchst du auch, glauben zu können, dass du deine Vision erreichen kannst. Das sind jetzt auf der einen Seite zwar nicht alle Voraussetzungen, denn je nach Branche und Geschäftsmodell brauchst du noch Branchenkenntnisse oder Anmelde- oder Zulassungsvoraussetzungen. Aber das sind so die wichtigsten persönlichen Merkmale, die ein Unternehmer braucht. Und wenn du Unterstützung dabei brauchst, vielleicht auch einen Persönlichkeitstest machen willst, speziell für Unternehmer, dann lade ich dich gerne ein, jetzt Gebrauch zu machen vom kostenfreien Erstgespräch. Denn wir sind bundesweit aufgestellt und unsere Berater und die Testmöglichkeiten, die wir anbieten, können zwischen 50% bis 100% gefördert werden. Gerne aber kannst du den Kanal jetzt auch abonnieren und Daumen hoch machen bei dem Video. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.